Virginia von Fürstenberg ist mit 48 Jahren gestorben. Wie mehrere Medien, darunter Südtirol News, berichten, wurde die Prinzessin leblos am 9. Mai auf einer Terrasse des ersten Stocks eines Luxushotels in Meran aufgefunden. Es wird von einem Sturz aus einem höheren Stockwerk ausgegangen. Auch von Fürstenbergs enger Freund, der Schriftsteller Gianpaolo Serino, bestätigt ihren Tod auf Instagram. Virgi, liebste kleine Schwester, ich habe keine Worte, diesmal keine. Du warst und wirst immer Poesie und Freiheit sein. Ich werde immer bei dir sein, heißt es von ihm. Virginia von Fürstenberg wurde als Tochter von Elisabetta Guarnati und Sebastian Egon von Fürstenberg und als Enkelin von Prinz Tassilo und Claire Gian Agnelli geboren. Sie war als Modedesignerin, Künstlerin und Autorin tätig und hinterlässt ihre 5 Kinder.